Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um das Thema Abnehmen nach den individuellen Genen. Dieses Video habe ich schon mal gemacht, ziemlich genau vor einem Jahr. Dummerweise habe ich dort bestimmte Begriffe benutzt, die eine ganz bestimmte Firma auch verwendet und auch geschützt hat, die solche Tests verkauft, mit denen man seine persönlichen Gene analysieren kann. Diese Firma hat mich dann abgemahnt und ich musste das Video vom Kanal runternehmen. Das war natürlich nicht meine Absicht, dort etwas gegen diese Firma zu sagen. Das hatte ich auch in dem Video ausdrücklich gesagt, dass ich dort keine Firma speziell irgendwie im Visier habe. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir eigentlich darum, darüber zu sprechen, ist es sinnvoll, eine Genanalyse machen zu lassen, um nach dieser Genanalyse einen speziellen Ernährungsplan zu erhalten, damit man sein Ernährungsverhalten danach ausrichtet, um so bessere, schnellere Erfolge zu haben. Wir halten das nicht für sinnvoll, das zu machen. Ich möchte dir auch begründen, warum. Es ist so, dass es natürlich einen gewissen Zusammenhang zwischen der persönlichen Stoffwechselsituation und den eigenen Genen gibt. Es gibt im Körper, ich glaube, über 100 verschiedene Gene, die mittlerweile bekannt sind, die sich auf Stoffwechsel und somit auf den Körper, auf das Körpergewicht auswirken. Und auch wenn man weiß, dass so 50-60% der Veranlagung des Übergewichtes wirklich genetisch bedingt ist, so weiß man trotzdem, und das ist sehr wichtig, dass nur ungefähr 3-5% der genetischen Veranlagung wirklich dafür ursächlich sind, ob man jetzt übergewichtig ist oder nicht. Also es hängt viel mehr daran, wie das Verhalten letzten Endes ist, also wie man sich ernährt und was für ein Bewegungsverhalten man an den Tag legt, anstatt wie die Gene wirklich sind. Anders gesagt, jemand, der zu Übergewicht neigt, der wird durch eine bestimmte Ernährung und durch ausreichend Sport und Training natürlich auch sein Gewicht vernünftig in Schach halten können. Der muss nicht automatisch übergewichtig sein. Es liegt einfach daran, wie er damit umgeht. Das ist einfach eine Tatsache. Jetzt ist es so, dass wir bei uns das mal getestet haben. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon 3 Jahre her. Es müsste 3 Jahre her sein, denn das Video, was ich leider löschen musste, habe ich ziemlich genau vor einem Jahr veröffentlicht. Und es war damals so, dass die Doris und ich das ausprobiert haben. Das heißt, wir haben uns beide so ein Set bestellt, haben eine Genanalyse durchführen lassen. Das heißt, es war so, dass man eine Speichelprobe gemacht hat. Die hat man dann eingeschickt mit seinen persönlichen Daten. Und dann hat man eine Auswertung bekommen, welcher Körpertyp man ist vom Genprofil her. Und hat daraufhin eine Empfehlung bekommen, sowohl für das Ernährungsverhalten. Das heißt, man hat einen Ernährungsplan bekommen mit einer bestimmten Makronährstoffverteilung, also mit einer Angabe von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten, die man von einem gewissen Prozentsatz her zu sich nehmen sollte. Und man hat auch eine Empfehlung bekommen für Sport. Das heißt, reagiert man eher auf Ausdauertraining oder reagiert man eher auf Muskeltraining? Was ist aufgrund der persönlichen Gene ein besseres Training? Und die Doris und ich, wir sind beide verschiedene Körpertypen gewesen laut Analyse. Und obwohl wir zwei verschiedene Körpertypen waren, waren die Unterschiede in diesen Analysen sehr gering. Es waren sehr kleine Unterschiede drin, also hier ein bisschen weniger Kohlenhydrate, da ein bisschen mehr Eiweiß. Aber das ist so verschwindend gering, dass man letzten Endes sagen konnte, dafür hat es sich eigentlich nicht gelohnt. So eine Genanalyse kostet je nach Anbieter 280 bis 350 Euro. Und dafür, dass wir dann zwei verschiedene Körpertypen waren und eigentlich 30 Gramm mehr oder weniger Kohlenhydrate am Tag gegessen haben, das ist eigentlich ziemlich egal. Und man muss auch fairerweise sagen, nahezu alle Leute, die ich im Training betreue und die auch schon wirklich eine Weile, und damit meine ich jetzt eher einige Jahre anstatt einige Wochen, wirklich regelmäßig trainieren, die wissen auch alle selber durch Beobachtung und durch einfach Erfahrungswerte, ob sie etwas mehr Kohlenhydrate brauchen, ob sie etwas mehr Fette brauchen in der Ernährung. Man spürt ja auch, wie der Körper agiert und wie der mit Ernährung und Training reagiert und zusammen zurechtkommt. Dann kann man sich auch danach richten. So einfach ist es letzten Endes. Ich muss da nicht hergehen, muss noch eine Genanalyse machen. Wenn ich merke, dass ich, wenn ich Reis, Nudeln, Kartoffeln, Brot esse, leichter Fettansätze, dann weiß ich doch, dass mein Körper letzten Endes weniger Kohlenhydrate braucht und dann kann ich mich auch danach richten. Genauso ist es auch beim Sport. Wenn ich beim Sport merke,
ich reagiere besser auf tiefe Wiederholungszahlen und schwere Gewichte anstatt auf hohe Wiederholungszahlen, leichte Gewichte. Oder im Ausdauertraining, ich merke, ich reagiere besser zum Beispiel auf extensives, langes Ausdauertraining oder auf intensives HIIT- oder Intervalltraining. Das spüre ich ja, wie ich damit zurechtkomme. Vielleicht als Anfänger spürst du das nicht, aber wenn du einige Monate oder Jahre Trainingserfahrung hast, kommst du immer besser dort hinein und da wirst du immer besser merken, womit du arbeiten solltest und womit du zurechtkommst. Auch dafür braucht man in unseren Augen keine Genanalyse. Nun, der Zusammenhang mit den Genen und mit der Ernährung, den gibt es natürlich schon, aber es ist letzten Endes so, dass man eigentlich noch zu wenig darüber weiß. Also so die wissenschaftlichen Artikel, die man dazu findet, die sagen schon, ja, da gibt es was, da wird auch was kommen, aber es ist eigentlich zu unkonkret und noch zu früh, dass man wirklich sagen kann, so musst du dich bei dem und bei dem ernähren. Wenn du mit den Diäten, die über Gentests arbeiten oder mit den Ernährungsformen, wenn du damit erfolgreich bist und gute Erfahrungen hast, dann möchte ich es dir auf keinen Fall ausreden, ich möchte es nicht kritisieren. Ich möchte einfach nur unsere Erfahrung weitergeben und sagen, sich selber zu beobachten und ehrlich zu sich selber zu sein, ist einfach viel kostengünstiger und unterm Strich viel effektiver, als verschiedene Dinge zu konsumieren und überall letzten Endes die Lösung zu suchen. Das liegt meistens sehr, sehr nah. Anstelle einer Ernährungsweise nach einer Genanalyse würde ich dir zwei Dinge empfehlen. Und zwar das erste, was ich dir empfehlen würde, ist, mach mal einen Allergietest. Mach wirklich mal einen Allergietest, auch wenn du den selber bezahlen musst. Und damit meine ich jetzt nicht Heuschnupfen, sondern ich meine Lebensmittelunverträglichkeiten. Ich selber habe das mal vor einiger Zeit machen lassen, es ist schon eine Weile her. Und ich habe für mich große Überraschungen erlebt. Und zwar weiß ich seitdem, dass ich auf Mandeln und beispielsweise Ananas und Senf reagiere. Ich kriege jetzt keine Ausschläge oder irgendetwas von der Art, sondern es ist einfach so, wenn ich zu viel von diesen Lebensmitteln konsumiere, dann werde ich einfach müde. Wenn ich zu viel davon esse, werde ich müde, dann werde ich richtig träge und schläfrig. Und es ist relativ einfach zu erklären, da sind Inhaltsstoffe drin, die für meinen Körper irgendwie wie ein Angriff wirken, um es mal einfach auszudrücken. Das heißt, der fährt das Immunsystem hoch, um diese Stoffe im Prinzip zu bekämpfen. Und wenn das Immunsystem hochfährt, dann verbraucht er einfach mehr Energie, er verbraucht mehr von allem und dadurch werde ich einfach tendenziell müde. Und seitdem ich das weiß, kann ich mich danach richten und es geht mir wesentlich besser. Und vielleicht hast du auch in deinem Freundeskreis schon mal jemand gehabt, der herausgefunden hat, dass er laktoseintolerant ist oder dass er ein Fructoseproblem hat. Das gibt es auch sehr häufig und die Leute lassen diese Lebensmittel weg. Und auf einmal geht es ihnen viel, viel besser. Die haben mehr Energie, die nehmen auf einmal 5 Kilo ab und wissen gar nicht so richtig, warum. Na klar wissen sie es, aber der Effekt ist einfach viel, viel größer. Der Effekt ist überraschend groß. Also ein Test auf Lebensmittelunverträglichkeiten kann ich total empfehlen und ist für viele Leute eine sehr, sehr gute Sache. Und wenn du regelmäßig trainierst und wenn du dich auf deine Ernährung kümmerst, es kann passieren, dass du auf deinem Lebensmittelplan Dinge hast, die du sehr regelmäßig isst, aber die du eigentlich gar nicht wirklich verträgst. Und wenn du die weglässt, geht es dir auf einmal sehr gut. Ich habe das schon häufig erlebt, dass Leute, die versuchen, reichlich Protein aufzunehmen, weil sie einen Muskelaufbau machen möchten, dass sie viel Quark oder Milchprodukte essen, dabei vertragen sie die eigentlich gar nicht. Und wenn sie die dann mal weglassen und sie setzen auf andere Proteinquellen, Fisch, Fleisch, Eier oder andere Dinge, dann haben sie auch einen guten Muskelaufbau und sie haben diese ganzen Nebeneffekte von unreiner Haut oder Pickelbildung oder Müdigkeit oder Verdauungsprobleme, haben sie auf einmal alles nicht mehr und können ein viel besseres Training machen. Das Zweite, was ich empfehlen möchte oder was wir auch generell empfehlen können, ist, mach ruhig einmal im Jahr ein Blutbild. Ein wirklich gutes, großes Blutbild. Es kann auch sein, dass du das selber bezahlen musst, musst du dich mal bei der Kasse erkundigen, aber meistens sind das auch Privatleistungen. Trotzdem investiere es mal und lass mal diese ganzen Sachen wie Mineral- und Vitaminstatus mitprüfen. Lass auch mal Vitamin D mitprüfen. Vitamin D ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Fast immer, wenn wir empfehlen, den Vitamin D-Haushalt mal überprüfen zu lassen, kommt raus, dass Leute zu wenig Vitamin D haben. Und wenn du zu wenig Mineralien, zu wenig Vitamine im Körper hast, dann sind ganz viele Stoffwechselprozesse eigentlich gehemmt und laufen nur auf Sparflamme. Und selbst wenn du dich jetzt nach einem ausgeklügelten Plan ernähren würdest, der genau auf deine Gene abgestimmt ist, aber du hast schlichtweg einfach zu wenig Vitamine und Mineralien oder auch vielleicht zu wenig
Omega-3-Fettsäuren, zu wenig B-Vitamine, die ja ganz wichtig sind, um den ganzen Proteinstoffwechsel auch mitzusteuern, dann bringt dir das nichts. Also es ist effektiver letzten Endes auf ja, die einfachen Dinge zu gucken, anstatt die Lösung in den hochkomplexen Hintergründen zu suchen. Häufig ist das zumindest der Fall. Das ist zumindest unsere Erfahrung mit dem Thema Ernährung nach den Genen. Ich hoffe, dass du aus dem Video was ziehen konntest und dass dir diese Informationen was bringen. Schreib uns gerne deine Meinung und deine Fragen in die Kommentare und wir freuen uns, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.